Ja. Ah. Da muss ich tun, das hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Sprung, Sprung und geschafft. Deck seinen Käfig zu, dann schläft der Vogel Alice. Als würde man eine Kerze ausblasen. Schläft den Schlaf der Gerechten. Wie Mama und Papa. Nach 10 Uhr bewusst. Die haben echt ein paar ernste Probleme hier. Also es ist schon wirklich so ein Psychospiel, also. Ja. Der Lohn für deine hündische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich hieß dich aufgeben, aber meine Warnung fand kein Gehör. Und so wirst du dich gleich fühlen wie ein Hummer, mit dem man in den wallenden Kochtopf geworfen hat. Okay, damit sind wir schon beim bösen Hasen Nummer 2. Ja, okay. Das heißt, wir müssen noch den Raum machen, da haben wir auch schon die Füße unseres netten Herrn Hutmachers. Und dann können wir auch schon loslegen. Miep! Kann ich den wehtun? Nee. Zähne! Ist das gerade so einfach. Aber ich denke mal, da kommt gleich noch eine erschwerende Komponente hinzu. Hä? So ist's recht. Flinker, meine feinfederigen Freunde, nicht nachlassen jetzt. Sehr nett. Er hier. Vielleicht so ein Wurmchen hier. Das ist ja unverantwortlich. Ah, nee. Das würde ich ein Fail nennen. So ein bisschen. Hüpf, 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 hüpf. Geht das denn hoch? Nee. Ich glaube, hier warte ich nochmal ganz kurz. Geht zu. Auf und... Geschafft. Zuerst muss ich die Nester kaputt kriegen. Wird es nur noch schlimmer. Fuck, 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 fuck. Ja, was macht man in solchen Situationen? Eigentlich müsste man erst die Nester kaputt machen, weil dort zuerst alle, weil dort die ganze Zeit Gegner nachkommen. Kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Oh, noch ein Tee gerade! Das hackt doch! So, immer schön ausweichen gerade. Okay, jetzt gibt's erstmal schon auf die Fresse.
Okay. Da hinten ist noch ein Nest. Komm, hau mich. Ah. Komm, werf. Braves Ding. Nochmal. Und nochmal. Komm, werf. Ich schlag dich und ich kann das. Komm, werf, kleines Hundchen. Ein Kopf noch, dann ist der Kampf gleich ehrlich vorbei. Okay. Again, History. Die Trainerbauer am Rad hier. So. Geschafft. War noch gar nicht so schwer. Also es hat es schon in sich, muss ich zugeben. Das war ein blöder Kampf. Vor allem, weil die kämpfen meist auf irgendwie so Mini-Dingern hier. Das ist ja so Mini. Ja, wie soll ich sagen? Das hier ist ja gerade nicht, hier ist da nicht gerade viel Platz. Und genau da liegt auch das Problem. Okay. Es kann ja nur noch schlimmer werden. Ne. So, ich mach nochmal ganz kurz einen Cut hier. Und dann kann es auch schon weitergehen. Oh! Das ist ja sehr nett. Ich hätte es ahnen sollen, oder? So, runter und eine Lebensblume. Kann ich jetzt sogar sehr gut gebrauchen. Braucht noch überhaupt nicht lange, um diesmal zu heilen. So. Ach, ein Lebenspunkt noch. Braves Blümchen. Hab ich gut gebraucht jetzt. Denn hier für ein Symbol? Ach so, Hebel. Und was macht dieser diesmal? Ah. Nein, halt, das reicht jetzt. Ah, hört schon auf mit dem Rennen, ihr Vollidioten. Du glaubst wohl, das kann uns aufhalten. Verschwinde! Du kriegst mich nie. Versuch das gar nicht. Ich versuch's auch gar nicht. Hab ich jetzt gerade gar keine Lust zu. So, immerhin haben wir jetzt schon mal hier das zweite Übel geschafft.
der böse, böse Hase ist. Oh, ich dachte schon. Ich dachte, dass das Ding geht. Bam! Und dann quetscht uns oben. Juhu! Und wir gehen hinterher. In das dunkle, böse Loch. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Also, jetzt will ich was richtig Cooles sehen. Und der Hut des Hutmachers. Ich habe dich wieder komplettiert, Hutmacher. Also, was ist mit dem verdammenswerten Zug? Fühl mich wie ein neuer Mensch oder was auch immer ich sein mag. Wie ein verfrühter Frühling, wie ein geschmiertes Getriebe, wie ein makelloses Stück Metall, das an deinem Auge starrt. Antworte mir, Hutmacher. Ich leide. Und die Veränderungen hier sind die Ursache dafür. Oder eine Spiegelung. Oder die Auswirkung. Was passiert hier? Wie lauten die neuen Regeln? Die Regeln sind nur ein Flüstern, entfernt vom Wunder. Wundere mich, wie man Regeln misst. Mit einem Maßstab. Grausame Regel. Idiot, ich hätte dich so lassen sollen. Komm, du kannst mir wenigstens helfen, herauszufinden, was vor sich geht. Ha. Okay. Der Hutmacher ist auf unserer Seite. Und da ist auch schon wieder weg. Hä? Ich bin mehr als verwirrt, irgendwie, gerade. Oink, oink, oink. Das war auch schon wieder irgendwie viel zu einfach. Okay, ich mach erstmal die Dinger hier kaputt. Hä? Geh weg, Wurm. Geh weg, Wurm. Ah, da hinten ist er. Courage, Alice. Ich krieg diese Tür schon auf. Erinnere mich ein bisschen an Clockwork Orange. Hat diverse Vorteile. Okay, bei zwei... Nee, hier. Die drei Stück ist doch noch überhaupt kein Need. Hier ohne. Ja, komm her, komm her! Klein Babygruselface. Ja, jetzt kommt der große Böse. Seine eigenen Kinder kaputt. Komm schon, werf was.